Herzlich willkommen beim Wrestling Baba, Personal Trainer aus Karlsruhe. Ich brauche wieder meinen Spickzettel, damit ich hier nichts durcheinander bringe. So, heute haben wir auf dem Plan für die Ladies over 50 eine ganz, ganz interessante Thematik. Ja, da gibt es einiges zu klären, und zwar das Thema: Ich habe angefangen mit Kraftsport. Ich bin schon über 50 und jetzt habe ich folgendes Thema. Ich habe Angst, dass meine Oberschenkel zu dick werden. Ich habe ja schon relativ kräftige Oberschenkel. Ja, was tue ich? Erstmal vorab eine Erklärung. Wenn man im Kraftsport als Lady einsteigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade in der Anfangsphase, im Umstellungsprozess, die Oberschenkel ein Tick dicker werden. Das liegt einfach daran, so, wir haben hier mal ganz grob schematisch ein Oberschenkel, hier unten drunter ist der wahre Muskel und hier außen, da befindet sich einmal ein bisschen Fett und natürlich auch ein bisschen Wasser. So, und im Anfangsbereich wird der Muskel hier innen, der wird besser durchblutet. Der hat einfach eine bessere Durchblutung, er passt sich auch noch dem Kraftsport an, indem er ein bisschen mehr intramuskuläres Wasser einlagert, weil die Zuckerspeicher, Kohlenhydratspeicher im Muskel, die werden angepasst, somit geht er ein bisschen auseinander, das ist der Anfangsbereich. Das geht relativ fix, relativ schnell. Aber der Abbau der äußeren Schicht von dieser Fettschicht, das dauert viel, viel länger. Warum? Wir haben ja auch Weichen gebraucht, bis es überhaupt mal so weit war. Deswegen keine Panik, Ladies, am Anfang ist es in den ersten paar Wochen völlig normal. So, jetzt kommen wir auch mal, wenn das wirklich so war, dass man schon ein paar Wochen mit dabei ist und man stellt tatsächlich fest, wow, durch die Kniebeuge, durch einen Ausfallschritt, da werden meine Beine schon viel, viel kräftiger, weil ich wahrscheinlich auch eine Veranlagung dazu habe. Es gibt Frauen, die haben eine Veranlagung dazu. Sind nicht die meisten, aber manche haben sie. So, was tun wir dann? Wir haben die Kniebeuge im Programm, wir haben den Ausfallschritt im Programm, wir haben die Bulgarian Squats im Programm. So, wenn man das feststellt als Trainer, dann sagt man, okay, die Lady, die möchte schon mit diesen Übungen natürlich auch, mit diesen Beinübungen, nicht nur die Beinmuskulatur belasten, sondern sie möchte natürlich hier den Po. Warum? Klar, der Po ist immer im Fokus. Wer findet einen runden, knackigen Po nicht schön? Ob das Männlein oder Weibchen ist, ist völlig egal. Ein runder Po ist immer was Schmeichelhaftes fürs Auge. Und deswegen sind auch viele Frauen erpicht, auch über 50 sagen, der hier hat die letzten 30 Jahre ordentlich gelitten, den möchte ich nur ein bisschen abliften, ein bisschen nach oben, ein bisschen strammer machen, ein bisschen fester machen. Ein bisschen die Oberfläche verschönern. Gut, so, aber die Kniebeuge, der Ausfallschritt und die Beinpresse und die Bulgarian Squats, die führen dazu, dass meine Oberschenkel immer dicker werden, aber der Po, da passiert gar nichts. Das kann vorkommen. Da gibt es ganz verschiedene Gründe dafür, warum das vorkommen kann. Und wenn es tatsächlich so ist, soll man einen Trainer überprüfen lassen, da sollte die Technik angucken, die Technik bei den Ausfallschritten, Kniebeuge, Sumo-Kniebeugen, so die Technik angucken, ob die Last auch tatsächlich auf dem Po landet, weil viele der Ladies schaffen es nicht, den muskulären Fokus, beziehungsweise die Gehirnverbindung zum Muskel auf dem Po aufzubauen. Das kriegen die meisten nicht hin. Dann gibt es da eben nach Überprüfung, dass die Technik funktioniert hat und sie schaffen es nicht, kann man eigentlich einmal üben, den Muskel, auf den Fokus auf den Po zu setzen. Das geht, da braucht man einen guten Trainer dafür. Aber dann baue ich auch als Personal Trainer, lasse ich eine Übung dabei, Kniebeuge, Sumo oder Ausfallschritt oder gar nichts, lasse ich dabei, nehme aber isolierte Po-Muskelübungen ein. Das heißt, die Kniebeuge, der Ausfallschritt, die Sumo-Kniebeuge, die Bulgarian Squats, das sind Mehrgelenksübungen. Da ist immer das Kniegelenk, das Fußgelenk, das Hüftgelenk in Arbeit. Und somit haben wir viele Muskeln, die gleichzeitig arbeiten. Und bei manchen Ladies ist es so, dass die Oberschenkel dominant ist, die meiste Arbeit macht. Und dann gehen wir her und machen isolierte Po-Übungen. Das heißt Po-Übungen, Beckenheben auf dem Boden. Und wir versuchen den Fokus nur auf den Boden zu halten, dass nur der Po arbeitet. Oder wir arbeiten mit einem Gummiband, indem wir nach hinten des Beins strecken. Indem wir vorwiegend die Po-Muskeln belasten. Wir nehmen zum Beispiel auch Übungen, wo wir auf der Seite liegen, das Bein seitlich abspreizen.
So, somit schaffen wir es, dass wir einen Fokus nur hauptsächlich auf die Po-Muskulatur bekommen. Diese Übungen, die zeige ich euch, die blende ich immer wieder zwischendurch ein, was ihr machen könnt, um den Po-Muskel zu treffen. Dazu braucht ihr auch kein großes Equipment. Ein Deuserband, ein Gummiband tut es dafür. So, und wenn ihr dann diese Übung gemacht habt, ist es natürlich auch wieder ganz wichtig, liebe Ladies, es kommt nicht darauf an, ob ihr 20, 25 oder 30 Wiederholungen gemacht habt. Es kommt darauf an, wie konzentriert ihr das gemacht habt und ob ihr auch eine Verbindung zum Po aufbaut. Ihr müsst den Po spüren in der Übung. Wenn man eine Bewegung zu hektisch macht, zu schnell, dann lässt sich der Po-Muskel oder irgendein Muskel, den man forcieren möchte, der lässt sich nicht rausisolieren. Da ist einfach nur eine wilde Bewegung. Das macht keinen Sinn. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr euch wild bewegt, wahnsinnig ist wie ein Jäger, der hält die Schroffe in die Luft und drückt Arme ab und hofft, dass da oben ein Vogel vorbeifliegt. Der trifft ihn vielleicht. So, ihr müsst arbeiten wie ein Scharfschütze. Der Scharfschütze legt an, fokussiert, bam, und trifft genau. Und das könnt ihr lernen, einmal indem ihr einen Trainer beauftragt, einmal eure Muscle-Brain-Muskel-Kopfverbindung zu überprüfen, eure Fokussierung und dann natürlich auch ihn entscheiden, dass ihr sagt, naja, das ist schon so, dass du von Natur aus eine Veranlagung hast, kräftige Oberschenkel zu entwickeln, das bist du halt, das sind deine Gene, das sind deine Muskelfasern, dann kannst du relativ wenig daran ändern. Also nehmen wir einen Teil der Beinübung raus und lassen dich speziell mehr isolierte Po-Muskelübung machen. Freunde, liebe Ladies, over 50, ich hoffe, dass ich euch hier ein bisschen Information mitgeben konnte, auch wertvolle Information. Und jetzt liegt es an euch. Schreibt doch mal bitte unten rein, was ihr dazu sagt. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Probiert es mal aus. Wie fühlt sich's an? Wie fühlen sich die Übungen an? Spürt ihr euren Po-Muskel? Eventuell kann ich euch auch da noch weiterhelfen. Das war's. Andreas Wiedmacher, Personal aus Karlsruhe. Heute zum Thema Dein Popo, meine Aufgabe.